Entschuldigung, wer war der Letzte? Ich glaube, Sie sind von mir gekommen, oder? Also, Aschime. Der Herr war schon da, ich. Entschuldigung, was haben Sie gesagt jetzt? Aschime. Was heißt Aschimmel? Ah, ich habe gefragt, Aschime. Wer war der Letzte? Ich bin der Nächste. Was heißt Aschime? Aschime heißt so viel wie Grüß Gott, übertragen gesagt, Grüß Gott, willkommen, der Kampf kann beginnen. Ach so, und welche Sprache spricht er da? Judokisch, also ich bin ein Judoroin. Was? Ich bin Was Judoro, ist er? Ich bin Judoro, ich bin eine Judorolle. Eine Judorolle ist er? Richtig. Ein lustig. Das macht man sozusagen beruflich, man oder beruflich wie privat. Mhm. Also meine Eltern waren auch Judorollen, die sind aus Japan gekommen, deshalb bei mir nur ein bisschen der mongolische Einschlag. Aber die Judorollen an sich ist sozusagen das, was mein österreichisches Purzelbaum bezeichnet, nur ohne Zuhilfenahme von Händen gemacht und einfach mit viel Schwung und nachher abschlagen. Sie wirken aber eigentlich eh recht normal intelligent, weil Sie gesagt haben, mongolisch. Nein, das ist sozusagen einfach aus dem asiatischen Raum stammend. Ne? Aber ja, ich meine, nachdem Judo so Fuß gefasst hat in Österreich, fühlen wir uns da eigentlich alle wohl, ja. Der Peter Seisenbacher. Fuß fassen ist es, aber die Judo-Rollen geht schon mit dem Oberkörper auch, ne? Das ist wahrscheinlich, die Judo-Rollen ist eine ganz Körperrolle. Fuß fassen alleine, ne? Das reicht nicht einfach im Fuß. Nein, das ist eine ganz Körperrolle, ja. Und, aber wie geht's Geschäft? Naja, ich kann mich nicht beklagen. Wir sind in Österreich, ist wirklich für ein Land aus dem Westen eigentlich judomäßig sehr, sehr gut entwickelt. Es wird viel in die Volksschulen gemacht, in die Gymnasien, in der Hauptschule, sodass man eigentlich als Judorollen ganz gut leben kann. Ich bin halt jetzt leider ein bisschen lädiert. Ne? Und ich kann mir da wenig vorstellen, ich kenne die Judorolle an und für sich vom Hören sagen, aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, was da, wie ist das Berufsprofil? Nein, das Berufsprofil, Sie müssen auf jeden Fall beweglich sein, schnell. Sie müssen auch die Regeln kennen, Sie müssen diszipliniert sein. Und dann Körperbeherrschung. Körperbeherrschung, ja sicher, ist ganz wichtig. Ne? Und deshalb geht es halt jetzt nicht. Und, und darf man fragen, was Ihnen zwickt? Ja, ich habe einen Steifen. Hals. Und jetzt geht die Rolle nicht mehr so gut. Na gut, aber Sie sind ja der Nächste dann, oder? Bei meinem Doktor. Ich bin der Nächste. Ich hab so stark mein Gerät. Wissen Sie, das ist ein stechender Schmerz. Deshalb sind Sie da, oder? Ja, unter anderem. Also ich hab einen Schimmelpilz im Schritt. Um den Kreuz habe ich ein bisschen. Ist das der Ischias? Nein, ich bin da eine Prinzenrolle. Eine Prinzenrolle? Ja. Ah, deshalb die festliche Kleidung. Ich glaube, Sie gingen auf den Fasching nachher. Nein, das ist. Ich komme aus der Arbeit gerade. Das ist also Berufskleidung. Berufskleidung, ich ziehe mich privat natürlich auch prinzenmäßig an, aber nicht ganz so. Aber mehr Freizeit dann. Ja, da nehme ich oft mal auch einen normalen Lodenhut statt einer Krone. Das ich habe mir das mit den bauschigen Schulterpolstern und so, ich habe mir gedacht, das ist ja eigentlich so der klassische Prinz, wie man kennt. Ja. Aber ich war mir gar nicht sicher, dass heutzutage die Prinzen auch so mal dumm rennen. Na, wie gesagt, der Prinz Charles zum Beispiel, der rennt ja eigentlich. Na, privat, wie gesagt, trage ich auch dann also Tweed, Lodenmantel und Hut und. Aber als wenn ich von der Arbeit bin, dann habe ich schon irgendwie das Wams an und die bauschigen Ärmel und eine Krone und ein Zepter in der Hand. Mir gefällt das, ich habe was übrig für das. Das ist. Na, ist auch schon recht nervös, ne? Ja. Darf man fragen, was Ihnen fehlt? Was? Was fehlt Ihnen? Entschuldigung? Was fehlt Ihnen? Was mir fehlt? Ja. Was fragt er? Naja, er? Na, er? Was fragt er? Was denn? Ach so, wir. Na, er. Was redet mit mir? Wir? Er, was er ist, was mit mir redet, gerade wir gesagt hat. Prinzenrolle. Ja, ist eine Prinzenrolle, ist mir recht.
Eine Prinzenrolle? Lustig. Ja. Adelig, ja. Also, ne? Nein, nicht, keine Prinz, eine Prinzenrolle. Ist er was Besseres? Nein. Weil er eine Prinzenrolle ist? Nein. Auf keinen Fall. Was geht einem das an, bitte, was ich hab? Kann man das sagen? Nein, gar nichts. Ich hab nur gefragt, weil wir gerade gestartet haben. Was geht einem das an? Da steht schon die Rolle und ich haben halt gerade nicht, haben uns nicht plaudert, aber lassen Sie noch nicht stehen, lesen Sie weiter, Zeitungs. Mhm. Das ist ein Grandschirm, was? Was sagt er, ich bin ein Grandschirm, bitte? Nix, nein, nix, nein, nix. Ich hätte die Leute heutzutage. Was lädt das für die Arbeit? So wird es wieder gut. Ja, schon. Das war's. Das ist eigentlich ein armer Mensch. Der sollte der Doktor gar nicht helfen. Aber nein, kann, das darf man nicht sagen. Aber nein, da sitzt er nämlich dauernd da herin, dann haben wir ihn dauernd. Sollte ihm vielleicht ein Jackerl geben, dass ihm das. Dass er ruhiger wird. Ja, was zum Beruhigen. So aufbrausen ist auch nicht notwendig. Was hat er jetzt gesagt? Ja, ein bisschen ignorieren. Ich glaube, das ist nicht. Wollen Sie ein Stück von der Urin probieren? Ja, danke. Oder ist ein Prinzen? Ist Prinzenurin? Ja. Na, trotzdem nicht. Dankeschön. Na, gern. Na, macht nichts. Aber der wann ist denn der letzte reingegangen? Vor mir. Was? Vor mir, ich bin der Nächste. Na, das habe ich mir gedacht. Wenn er vorher sagt, er ist der Nächste. Aber wann ist der da vor reingegangen, wir wissen? Naja, wie wird das gewesen sein? Das wird. Wann, seit wann sind Sie da? Wer? Sie. Ich? Ja. Naja, seit 10 Minuten. Naja, dann wird das. Jetzt hat er ja gesehen, wie ich reingekommen bin. Bin genauso mit ihm gekommen. Na, und ich wollte wissen, wie lang das her ist ungefähr. Das darf ja nicht. Da kann ich mich besser orientieren. Was? Dann wird der drin sein, weil wie Sie gekommen sind, war der schon drin. Also das heißt, ich bin bestellt gewesen für 15 Uhr eigentlich. Und also wie gibt es denn das hier auch? Für 15 Uhr? Naja, aber Sie waren zuerst dann. Es ist aber schon 10 nach 10 nach 3, also. Das ist aber auch kein Wort, nicht? Naja, man wart immer da. Ich wart immer da. Sind Sie, privat, oder? Weil Sie gesagt haben, 15 Uhr? Nein, ich bin nicht. Sollen Sie privat? Oder? Nein, ich mache es über die Versicherung. Ja, naja, na gut. Wenigstens was, weil ist ein privater, da ist er gleich drin, ne? Ich zahle es nur, aber ich hole mir es noch von der Versicherung zurück. Naja, sicher. Was und wie lange wart er schon? Ich bin schon länger da. Aha. Was und er sagt, er war vor mir? Na sicher. Sie haben ja gesehen, dass ich bei der Damenrezeption gestanden bin, wie sie gekommen sind. Na, wir sind da gemeinsam im Lift gefahren. Nein. Was, jetzt streiten Sie das ab? Ja, aber ich hab... Ja. Streiten Sie das ab? Ja, das hab ich ja auch gesehen, dass er zuerst herin war. Was müssen Sie mich verwechseln jetzt? Was fällt Ihnen denn her, weil Sie so aufbrausen? Nabe. Entschuldigen. Aber er ist da vor mir, direkt mit mir gemeinsam vor mir eingegangen. Das muss ein Missverständnis gewesen sein dann. Na, da muss ich mich entschuldigen. Hat er zehnt weh? Wer? Haben's zehnt weh? Ich? Ja. Geblödsinn, was sagen Sie das jetzt? Naja, wieso soll ich zehnt weh haben? Wer sagt das? Was soll ich gnädig haben? Was, wer? Na, Sie. Ich hab's doch nicht gnädig, ich wollte nur wissen, wer da ist, das ist alles. Wer wollte das wissen? Entschuldigen Sie, wenn ich zum Arzt komme, ja, und einige frage, wer der Letzte war, das ist höflich. Naja, ey. Und wenn er mich gleich ausschnauzt mit irgendeinem Schimmel, also entschuldigen ihn. Was heißt mit irgendeinem Schimmel? Na, er hat mich gleich angeschnauzt, ich hab gesagt, wer war der Letzte, und dann hat er gesagt, Schimmel, irgendwas mit Judoka rollen oder was. Ah, Schimmel, na, das ist freundlich, das ist auf Judoka. Hast du so viel wie jetzt, gehen wir so, jetzt tun wir... Ja, was redst du mit mir auf Judoka? Naja, weil ein Schimmer ist normalerweise irgendwie schon fast langläufig, wenn man dachte, ne? Komisch. Das ist halt eine Ehre, ist eine Ehrbezeugung, wenn ich sie in der Judo-Sprache anspreche. Mhm. Was machen Sie eigentlich? Wer? Sie. Na, er. Ich? Ja. Was ich mache? Beruflich. Beruflich? Ja. Was geht einem das an? Was geht einem das an? Das darf ja nicht wahr sein.
fad ist, wir warten alle, dass wir beim Doktor reinkommen. Na, redet er jeden an? Na, dann wollte man ein bisschen plaudern, da braucht er sich noch nicht aufregen. Ja, er muss sich noch eine mischen. Nein, ich finde es nur nicht richtig, wie sie den Herrn auffahren quasi. Na, er wollte nur höflich sein. Ich fahre niemanden an, aber darf ich ein bisschen auf meine Privatsphäre plädieren, geht das? Darf man noch irgendwo sitzen und zur Ruhe haben? Gerade beim Arzt, wo es einem schlecht geht. Wir lassen ihn auch in Ruhe. Gott, nein, er braucht mich nicht in Ruhe lassen. Ja, gerade beim Arzt, wo es einem schlecht geht. Lassen Sie es. Da zählen Sie es in den Doktor. Frechheit. Versteht das nicht, dass wir halt einen Crunch haben. Na gut, der wird die Magengeschwüre kriegen, bitte. Das ist eigentlich eh arm. Und das ist Ihnen leichter beim Sitzen oder beim Stehen? Naja, wenn ich länger stehe, dann ist es schlecht, aber wenn ich jetzt zum Beispiel da, ich sitze nicht gut, da habe ich Schmerzen. Und das haben Sie schon länger, oder das Kreuzweh? Ja, seit einer Woche eigentlich. Ja, ich bin anfällig dafür. Ich habe das schon immer wieder gehabt als junger Mensch. Es liegt in der Familie, der Vater hat es gehabt und der Bruder auch. Und also das ist was Chronisches schon, ne? Na, es kommt und geht. Ich darf halt irgendwie in den Zug kommen sein oder schlecht klingen sein, aber es ist jetzt ganz... Und der Doktor hilft dir noch? Ja, da kann man... Eventuell gibt es eine Überweisung zum Masseur oder Spritzen, weiß nicht. Sowas, was einen Krampf löst. Ne? Ja. Es ist eine Muskelverspannung wahrscheinlich. Das hilft dann, wenn sie einen Jackal kriegen. Ja, manchmal. Nein, nicht langfristig, aber um die Schmerzen zu lindern. Nein, ist auch nicht. So Kreuzweh ist was Schieres. Ich habe es einmal gehabt, ein bisschen. Aber nein, brauche ich nicht, muss dabei ich sagen. Dabei bin ich gar nicht katholisch, sage ich alle. Es ist gut, das gefällt mir. Na gut, ich denke mir, aber ein bisschen Schmäh muss dabei sein. Naja, sicher, was hätten wir, sonst hätten wir gar nichts zum Lachen. Man hat eh nichts zu lachen in Zeiten wie diesen, bitte. Mhm, der Herr zum Beispiel. Ja, der hat schon lange nichts zum Lachen. Kann er nur nicht, wird es auch nicht leichter. Hm? Tut es ja auch nicht leichter damit. Ja, er macht es ja selber nur schlimmer. Ja, ganz verbittert ist er. Mhm. Zeitung von vorgestern. Und, wann Skifahren? Wir Judo-Rollen sind ja mehr, wir sind ja mehr für die Sommersport dort. Ne? Also wir gehen schon gerne einmal schwimmen, wenn es ist im Sommer, wenn es wirklich heiß ist. Aber die Wintersportsachen, das ist nichts für uns. Ne? Und naja, vielleicht ein bisschen Tennis, wenn es ist. Wobei, ja, mittlerweile ist das Tennis auch so, spielen so viele Proletten schon, dass irgendwie auch nicht mehr das ist, was sie einmal waren. Ne? Ist auch klar, irgendwie, wenn man sich nachschaut in den Gässis. Entschuldigen, wie lange dauert das noch? Fragen Sie mich, glauben Sie, ich bin die Sprechstundenhilfe, oder? Fragen Sie die Sprechstundenhilfe? Na gut, Sie sind vor mir. Ja, und? Und Sie brauchen auch nicht plätschern. Ich hab gar nicht geschaut. Ja, sicher haben Sie. Nein, ich hab jetzt gerade im Moment gar nichts geschaut. Na, wenn Sie wissen wollen... Wie lange es noch dauert, fragst du die Sprechstunden, wie viel vielleicht schaut es eine zum Doktor? Hm. Trauen Sie nicht? Wer? Sie? Die gefällt Ihnen, gell? Das ist ein fische Gretel. Aha. Na, reden Sie das an, bitte. Oder sind Sie verheiratet? Sind Sie mal verheiratet? Geht einem das was an? Na ja, gut, aber degustieren dürfen wir ja gegessen nicht daheim, ne? Was? Aha. Na gut. Na gut. Sie sind ein Dreckschwein. Wieso? Sie haben jetzt gerade gerülpst. Nein, habe ich nicht. Na sicher, jetzt lügt er mich an auch noch. Nein. Er hat gerülpst. Nein. Ich habe ganz was anderes zu tun gehabt gerade. Sie sind das Grauslichste, was mir untergekommen ist seit langem. Das kann ich schon sagen. Nein, mehr ich denke mir normal wirklich, wenn ich zum Arzt gehe, da möchte ich ja Ruhe haben. Wirklich. Er ist wirklich ein Schwein. Danke. Jetzt wissen wir, ich bin ein Schwein, was? Nein. Das ist einer. Ja, obergescheit. Das ist einer, wo soll das Na, was heißt obergescheit? Entschuldigen, das ist ein öffentlicher Ort. Da erwarte ich mir, dass man sich benimmt. Ich sitze ja auch nicht da, was ein Schaß, oder? Ich benehme mich ein wenig aus. Was hilft er mir noch? Was hilft er mir noch? Naja. Naja, nichts. Wenn es ihm ist, der wird es nicht absichtlich gemacht haben. Wenn es ihm aufstößt, was soll er machen? Oh, ich habe ja gar nichts gemacht. Das ist das Unangenehmste. Ich habe auch gar nichts gemacht, bitte.
Der Herr ist ein bisschen schlecht aufgelegt. Aber das wird ich bin nicht schlecht, so schlecht aufgelegt? Ich bin nicht schlecht aufgelegt, bitte. Na, was fährt denn er denn? Naja, krank bin ich, für was bin ich beim Arzt, oder? Mal, was fragt er so blöd? Nein, weil ich geht irgendwer will. Zum Spaß, zum Arzt? Ich will offensichtlich... Ja, ist er ein Arzt? Ist er ein Arzt? Ich bin kein Arzt, nicht. Na eben. Ja, aber vielleicht geht es dann leichter, wenn man sich drüber redet. Vielleicht, die Leute vielleicht reden. Habe ich einen, wer weiß, vielleicht habe ich einen Bekannten, was das Gleiche gehabt hat und kann ihn einen Arzt empfehlen. Ich sage ihm was. Die Leute reden alle zu viel. Viel zu viel. Und 99% ist ein Blödsinn, oder? Da muss man nur echt zwei Hanseln zuhören. Ich habe eine Zeitung gelesen, ich habe zugehört. Über eine Gäste, über das Tennis spielen. Wen interessiert das? Das ist ja mir wurscht. Na, warum dann die Zeitung tut? Warum tut dann vor allem so. Das ist ja. Na, das finde ich nicht viel richtig so tun, als wenn man Zeitung liest und dann löschen. Bitte, ja. Bitte. Das ist auch nicht die feine Englische. Sie beide waren so laut, dass ich mich nicht einmal auf einen Buchstaben habe konzentrieren können. Normal in einem Wartezimmer liest jeder anständige Mensch eine Zeitung, man ist ruhig, weil man weiß, das sind kranke Menschen. Aber Sie was beide... Was geht einem das an, bitte? Ja, das ist da irgendwas, kann ja nichts wild sein, es schaut ja ganz normal aus. Was ist denn da dabei, wenn man im Wartezimmer fragt, was da und was in den anderen fällt? Ich sage einem was. Neugierige Leute sterben bald. Jetzt habe ich aber schön Angst. Ich sehe schon in Sensen, Mann. Ne? Ich bin ein Judo-Rollen vom Beruf, denkst du, ich sterbe. Ich bin ja fit von oben bis unten, außer dass ich einen Steifen habe. Steifen Hals. Naja. Naja. Naja, mir geht's halt auch nicht gut, ne? Ja, das glaube ich. Das hat offensichtlich hat sich Chef die Leber gesetzt. Hast du Leber krank? Nein, ich habe gar kein Leber. Was hast du denn kein Leber? Ich habe mir was gebrochen. Ich bin eine Frühlingsrolle. Nein, ich sehe uns aber auf. Ja. Nein, was ist sicher gar nichts, warum soll ich noch was brauchen? Inwendig. Na egal. Und wo tut's weh auch? Naja, schon. Für das bin ich so grantig. Na gut, da war der ja auch grantig, wenn man weh tut, was stärker weh tut. Was ist gebrochen? Ich weiß nicht, inwendig. Was inwendig ist, habe ich was gebrochen. Was denn? Was? Ist gerade. Das Kraut ist gebrochen. Und wo ist gebrochen? Inwendig. Na, inwendig ist ja, ich meine, das geht oben und links, rechts. Rechts. Naja, das rechte Kraut ist inwendig gebrochen. Na, von außen schaut es schon recht knusprig aus und frisch. Ja, ich bin eh frisch. Aber das geht ja von innen nach außen. Ja, und ist das psychosomatisch. Ja, aber ist der völlig... Ist psychosomatisch. Ah, psychosomatisch ja, ist. Sicher. Und was fällt denn, ne? Psychomäßig? Ja, was ist... Für was gehe ich zum Arzt? Was ist? Was ist das, ein griechischer Fußballer? Nein. Nein, ist ein britischer Popband, die weiß es. Was ist, ne? Na, stell dir das so blöd. Wer? Ich weiß es nicht, was mir... Aber psychosomatisch ist der innere Bruch rechts. Und im Kraut ist psychosomatisch ausgelöst, hat mir der Arzt gesagt. Ah, das hat schon der Arzt gesagt? Waren Sie schon mal da? Jetzt war ich einmal da und hat er gesagt, ich soll einmal warten 3 Wochen, und wenn es besser wird, und jetzt soll ich wiederkommen, und dann tut er mir eine Überweisung. Aber wohin? Beim Gärtner her? Was ist? Was zu Dinario? Was ist? Was? Zu Dinario, gell? Auf die Baumgärtner her vielleicht? Ich weiß es nicht. Da würde ich aber schön aufpassen. Tut da mich nicht hinüberweisen lassen, da kommen sie gleich gar nicht mehr raus. Ich will eh nicht. Die ganzen Psychiater sind ja selber alles Psycher. Da steht sie gar nicht dafür, da aufüberweisen lassen. Das hängt in der Lähmung noch. Ja. Das steht in jedem Zeugnis drin. Da kriegst du keinen Haken mehr. Wenn das drin richtig sagt, der Herr, was er sagt. Na ja. Wenn das im drin steht, wo waren sie, und sie das sagen, ich wollte schon mal auf der Baumgärtner hin. Na, der ist vorbei, und vor allem, dort kennen sie wirklich, dort werden sie wirklich noch zum Nario bei lauter anderen Nario. Ich werde Ihnen was sagen, ich frage mich oft, ob die, was drinnen sind, nicht die Gesunden sind und die Depperten, die was draußen sind. Na gut, das kann man sowieso. Das ist meine Ausschauung. Aber ich meine, ich habe ja da schon Beiträge gesehen, was ich gesehen habe,
da sitzen sie am Kasten um und sind total auf Nario. Und da kriegen sie dann einen Pulver Nagel den ganzen Tag. Das ruhig machen, weil die haben ja wirklich Depper, die auch tut, was aggressiv sind. Und die machen es ruhig durch so Pulver und Spritzen. Und wenn sie ein Pech haben, kriegen sie so 3-4 Jackerl und kriegen das gar nicht mehr, sind gar nicht mehr richtig da. Ne? Ja, für das bin ich grantig. Ja, da tat ich wirklich, da tat ich schauen, dass ich irgendein, ich weiß nicht, auf jeden Fall nicht auf die Hecke komme. Dass so eine ambulante Psychologin kriegen oder sowas. Was hingehen auf Schein. Das ist jetzt auch schon auf Schein, oder? Was ist? Ist das nicht schon auf Schein, die Psychotherapie? Da wird der Fragensmeister ein bisschen für einmal. Naja. Und Sie können sich nicht vorstellen, was der Auslöser war? Nein. Nein. Vielleicht ist es weder, obwohl es war sehr frühlingshaft, das müsste Ihnen eh entgegenkommen, ne? Nein, es ist so, ich habe schon lange keine Anstellung mehr. Ich war jetzt, bis das vor einem halben Jahr, war ich unten bei der Schönbrunner Straße, bei einem Chinesen. Da haben sie mich rausgehauen und jetzt stehe ich auf der Straße. Ne? Geht es nicht mehr so gut mit den Chinesen? Wo es doch so viele gibt, bitte. Na eben, deswegen geht es ja nicht mehr so gut. Dann habe ich mal was gebrochen. Und warum sind sie rausgehauen worden? Weil ich angesoffen war. Na ja, gut. Zweimal im Dienst. Na ja, gut, ja, das ist haarig, ne? Das darf man nicht. Ja, das ist, ich meine, gut. Obwohl, ich meine, zweimal ein bisschen rauschen, ich meine, da darf man nicht. Nein. Das gibt es auch angesoffene Frühlingsrolle. Was beim Frühlingsblütenschnaps oder was dort immer gibt, beim Feigenschnaps? Nein, beim Ding, wie heißt es? Aber das Warme am Schluss. Der Pflaumenschnaps. Pflaumenwein. Pflaumenwein, ja. Haben Sie immer mitgetrunken, was? Naja. Als Kölner. Gut, ein Kölner muss an sich viel vertragen. Vertragen Sie nichts? Nein. Naja, gut. Was will ich das alles wissen? Er steckt mich auch gleich. Wäre gleich noch kränker. Entschuldigung, ich hab's ja absichtlich gemacht, bitte. Ja, der hat die Hand voll gehalten. Naja. Na, was soll er denn machen, wenn sie ihm reißt? Ja, aber mit Allergie sein wahrscheinlich, ne? Ja, das glaube ich sein. Früher hat sich das alles nicht gegeben, die Allergien und so, ne? Das ist ja erst seit ein paar Jahren so. Ja, das ist Tschernobyl. Tschernobyl. Wann war denn das? 86? Kann mich nicht mehr erinnern. 86, das seitdem sind die Leute kränker. Das ganze Atom, was in der Luft ist, die ganzen Atomversuche haben sie jetzt gebracht im Fernseher. Die ganzen Atomversuche, was die Amerikaner machen, jetzt haben die Inder auch schon Atombomben. Jetzt kannst du überall, wo du hingehst, hast du Atombomben. Die sind ja so klein, dass man es gar nicht sieht, die Atom, bitte, da, was du glaubst. Das ist ja überall. Das ist jetzt überall das Atom. Das ist ja das, die Bomben ist arg, ja. Aber in Wirklichkeit, der Atom, den kannst du gar nicht angreifen. Die haben sie überall hin, die Atom. Ja. Die gehen überall über die Luft, alles. Die Sorge, ja, das ist ja nicht so klar. Die sind so klar und trotzdem haben sie so eine große Wirkung letztlich. Ja. Naja. Die Atombomben selber ist auch so klar eigentlich oder größer? Ich habe zufällig keine daheim jetzt, das kann ich einem nicht sagen. Blöde Frage. Hat er schon eine gesehen einmal? Nein, ich habe noch keine gesehen. Na, ich auch nicht. Naja, eben. Und er? Nein, interessiert mich nicht für Waffen. Na, ich auch nicht. Ich bin selber eine Waffen. Ich bin ein Judo-Rollen. Ja, ich bin keine Waffen. Das ist ein Frühlingsrollen. Ja. Na gut. Und ist das ein Saisongeschäft? Ich meine, eigentlich ja, gibt es ja die Frühlingsrollen, aber nicht nur im Frühling, ne? Na ja, die letzten Jahre gibt es das öfter. Aber prinzipiell war es ein Saisongeschäft, aber bei mir ist es sehr wurscht, wenn ich Hockenstadt bin. Aber vielleicht ist das wirklich ein bisschen, weil nicht ihr sozusagen ihr Saison ist, ihr Jahreszeit, dass ich jetzt hoffe, ein bisschen desperater sind. Kommt da jetzt bald irgendwer drauf? Ich brauche einen Doktor. Vielleicht kann man wirklich einmal die Dinge stessen. Die sitzt eigentlich nur da. Das ist auch eine ruhige Kugel, was die hat. Ja. Ein bisschen Krankenschein ausfüllen. Ja, es gibt solche Job und solche. Na gut, so eine Idee auch gern. Welchen? Gut. So wie die Dame. Beim Chinesen werden sie auch nicht viel zu tun gehabt haben.
Das, na, wenn ja. ich reingehe, wo ist ja kaum jemals was los. So dann und wann war schon was zum Tun. Ja. Ist Geldwäscherei wahrscheinlich wie beim Chinesen. Ne? Was ein Blödsinn. Ne, ist nicht? Man hört, man hört so viel. Lug und Trug. Ja, man hört so viel. Von was, ich frage mich auch oft, von was die leben. Ne? Das ist nie was wert drinnen, wie gibt es das eigentlich? Ja, es kommt schon was zusammen, kostet ja nichts, das Essen. Du in der ordentlich Glutamat rein. Ja, kostet ja nichts, nein. Das sag ja, ich ja. Glutamat kostet ja nichts, ein bisschen Personal, aber nichts verdient. Ach so. Aber nichts verdient, du hast ja kein Fixum, lebst auf Trinkgeld, ne? Ja, du, davon Essen lebt kriegst. Man wirklich schlecht beim Chinesen. Nö. Beim großen roten Gleichmacher, die werden schon eh Trinkgeld geben, ne? Naja. Ich habe selber einmal in der Saison gearbeitet. Ach so. Wo ist das? Französisches Lokal? Ich war in der Schweiz. Na gut, weil die Schweiz hat die Gemarke trinkt anständig. Ich hab gut, es war gut, dass ich viel gehabt habe. Also Deutsch-Schweizer, ne? Die sind wirklich keine guten Gäste. Ja, da geht es ja zu in der Schweiz. Man versteht es ja vor allem nicht, wenn sie reden muss. Na, das auch noch. Und das, man versteht also es ja nicht. Also links nicht, die Schweizer sind keine, also die sind keine guten. Das sind Hosenscheißer. Ich weiß nicht, das könnte ich nicht sagen. Alle Schweizer sind Hosenscheißer. Na, Schmähstadt sind es vor allem, ne? Na, sicher. Nein, Schmähstadt. Ich habe noch nie einen Schweizer lachen gesehen, noch nie. Die lachen nicht, glaube ich. Die lachen nie. Na gut, die unsrigen sind genauso. Aber sauber sind, sauber. Und gut. Ja. Die unsrigen was? Lachen auch nicht. Was für ein Schmäh? Ja, der Wiener hat schon einen Schmäh, finde ich. Na geh bitte. Ja, war immer so ein. Na gut, der Wiener ist im Vergleich zum Schweizer schon viel lockerer. Naja, bitte. Das möchte ich wirklich sagen. Also ich glaube, man kann das verallgemeinern, aber man kann schon sagen, der Wiener ist generell lustiger als der, na, sicher, als der Deutsche auch, oder der Schweizer. Da schaue ich mir euch beide an. Na gut. Ich habe mich die ganze Zeit an über euch. Na, wir haben es aber eh gemütlich gehabt eigentlich. Na, da braucht man nicht, man möchte nicht schimpfen. Du hast unterhalten. Hm? Ein bisschen Zeit vertrieben haben wir sich schon daher und ich. Naja. Nur weil der Herr psychosomatisch ist. Hm? Was will er sagen damit? Naja, braucht er nicht austern, wenn er nicht eintern kann. Aha. Wenn er einstecken kann. Herr Frühlingsrolle, bitte. Na, was machen wir jetzt? Das wird jetzt der Mist. Das haben sie aber selber gemacht, ja. Bitte. Sie haben ja die Nasen zugehalten und so dann als ob. Ein Blödsinn. Ich hab's gesehen, wie sie da die Nasen zugehalten haben und geredet haben. Was redet er bitte? Ich mach sowas Unehrliches. Soll ich es nochmal machen? Aber dann, sicher nicht. Dann machen sie es nochmal und wir sagen dann, ob was soll ich machen? Na, was sie gerade gemacht haben? Ich habe ja nichts gemacht. Ich gehe jetzt rein. Nein, Momentel. Er hat ja gesagt, der Nächste bitte, oder? Ja, Sie haben das gesagt. Das gibt's ja nicht, nein. Setzen Sie nur hier, Hans. Ich gehe jetzt rein. Nein, was ist denn? Das ist ein Ario, bitte. Darf das was nicht, er will mehr wieder raushauen. Der ist wirklich Psycho. Der hat ein bisschen einen Sprung. Der schaut schon so verfolgt. Naja, das ist ja nicht wieder ja, leicht hat man es nicht, aber leicht hat es an. Der Tief hat aber schon eine größere Schrampe am Locker. Ja, kommt der Karitepark, wenn Sie mich fragen. Das ist so unberechenbar. Ne? Manchmal hat er sich wieder beruhigt und dann. Der ist paranoid. Hm? Er ist auch aufpassen. Jetzt hat der Doktor wieder rausgestampert. Ja. Hat sich nicht der Doktor wieder rausgestampert? Redet er mit mir? Ja. Nein, mit mir selber nicht. Na, bin ich nicht der Einzige da, oder? Nein, aber der Einzige, was gerade wieder vom Doktor rausgekommen ist. Was hat er gesagt? Das wollte ich ja von Ihnen wissen, ob er es rausgestampert hat. Wer? Der Doktor. Nein, es war ein Missverständnis. Da waren sie noch nicht dran, ne? Nein. Ist nur die Dame drinnen, ne? Mhm. Mein Vetter sagen die. Das weiß ich nicht, was die macht. Hat die kommen sagen zum Doktor?
Die kommt sagen zum Doktor. Na ja, gut. Was sagt man fett auch schon? Wenn sie ist, dann ist, ne? Nun sind sie bald fertig. Mit was? Ja, mit der Untersuchung. Wer? Die Frau. Die Frau untersucht gar niemanden. Die liegt oben am Tisch. Nun schaut es aus, dass sie fertig werden sind. Ja. Na, er tut ja Jackerl im Oberarm. Also sie liegt am Tisch und er tut ja Jackerl. Da muss man am Tisch liegen für Jackerl im Oberarm. Was fragt er mich? Was nackert? Na, stell dir vor, der Doktor. Vielleicht macht er Akupressur oder Akupunktur. Ich weiß es ja auch nicht. Wahrscheinlich kriegst du gerade ein Penicillin-Spritzen, nicht? Wahrscheinlich. Und vorher betäubt das, das ist aber auch nicht in Ordnung. Ich weiß es nicht. Das habe ich mir gerade gesagt. Was? Was habe ich gesagt? Na, dass es noch drin liegt. Das habe ich nicht gesagt. Na, sicher hat das na, gesagt. Na, der Blödsinn habe ich gesagt. Hat er es gehört? Ich habe nichts gehört, ne? Eben. Was schaut er sich da an überhaupt? Pornohefteln. Was? Ja, wenn man mitgebracht, weil ich gewusst habe, dass es beim Arzt nichts Gescheites zum Lesen gibt. Da haben immer die Medizin aktuell und gesund leben und das geht ja schon alles, ist ja fad, bitte. Und da schaut er sich Pornohefteln an? Ja, ich lese die Texte schon auch. Was steht denn da? Ja, langsam schiebt Jennifer ihren Rock in die Höhe. Sie vibriert vor Lust. Ist schön, ich kann jetzt lesen. Ist auch gut zum Lernen. Es ist alles auf Holländisch, Englisch und Französisch auch dabei. Und ach so, wegen Sprachen lernen. Wegen Sprachen lese ich es gern. Weil es halt einfach geschrieben ist. Naja, es ist für einen Anfänger, für einen Einsteiger. Also mein Englischen komme ich einem und maßen für einen an. Das Holländisch ist das ähnlich im Deutschen. Ne? Vom Lesen her, man kann viele Sachen erkennen, die was ähnlich sind im Deutschen. Aha, verstehe. Aber zum Beispiel zum Spanisch lernen lese ich sehr gerne die Fuchselide. Das Privat. Das ist ein guter, das Hochspanisch ist nicht so. Das ist eine gute Qualität. Und die Bühlen sind auch dabei? Ja, aber die interessieren mich nicht so. Die sind ein bisschen ordentlich oft. Ne? Die sind sehr ausfällig oft. Also das muss nicht sein, dass man alles sieht, finde ich. Ein bisschen was. Gut. Ich würde sie auch mal eine schauen, weil ich habe noch nie sowas gesehen. Interessieren Sie sich auch für Fremdsprachen? Bissl. Na schön, da. Warten Sie. Da wäre ein gutes. Und zwar, da geht es in der Geschichte darum, sie, die Alice, ist jetzt mit dem Bob in der Dusche. Ja? Und jetzt kommt aber seine Frau, die Susan, dazu. Ja. Und die schimpft wahrscheinlich, ne? Das können Sie lesen. Die schimpft ja gar nicht, das sieht man sehr. Aber wenn Sie jetzt vergleichen auf den deutschen Text, auf Deutsch heißt es, ich werde dich auf einen Nusskipfel zusammenblasen. Und da haben sie die spanische Übersetzung. Erste Mordnia, erste Woche Ragamiandos. Das war nicht das Spanische. Das Spanische ist da. Je balle vamos alle efe mal balle. Ah, Sie können das aussprechen? Ja. Und haben Sie eine gewisse Vorbildung? Nein, meine Mutter ist Spanierin. Ach, na, darum, na bitte. Mit dem Herr Kines. Na gut, dann nehmen Sie das. War schlecht übersetzt. Das verstehe ich nicht. Die ist gar nicht best, die Ehefrau. Die ist gar nicht best, die macht gleich mit. Was? Nicht beim Ding, beim Duschen. Du, vielleicht ist auch verschwitzt. Die aber jetzt stehen ganz zu dritt unter der Duschen. Vielleicht er, sie. Also er, dann seine Frau und dann die Freundin, was vielleicht vorher da war. Vielleicht die Freundin nicht. Ja, aber die ist ja nicht unsichtbar, das sieht man da, dass drauf ist. Und das komisch. Dann verstehe ich es auch nicht. Das ist ein Blödsäftel. Total unecht. Das kann er sich wieder selber anschauen. Na ja, danke schön, schauen wir es gerne. Aber wie gesagt, ich lese ja wegen der Texte von ihm. Ne? Na ja. Aber vielleicht ist er von dem her war das Kreuzproblem, weil wenn er die Hefteln lesen tut, geht vielleicht zu viel Blut vorne rein und dann fällt es ihm hinten im Kreuz. Was, im Bauch? Ja. Nein, ich genau. Schritt halt. Nein, wie gesagt, das schaue ich mir nicht so an in dem Sinn. Ich denke immer an Schurkschachtel beim Sprachenlernen. Das lenkt ja ab, ne?
ist ja wie ein Sprachkurs. Sie können auch nicht ins, auf die Volkshochschule gehen und mit einem Steifen umeinander sitzen. Dann muss ich aus der Anfang Steifen. Aber ein Hals. Ja, Steifen Hals. Und lernen Sie auch besprochen? Das ist unangenehm. Nein, ich lerne keine. Lernen Sie besprochen? Sprachen ist interessant, lernen Sie viel? Nein, ich tue nicht. Ich komme viel lernen. Ich komme aus mit dem Deutschen. Die Welt wird immer kleiner, ist gut, wenn man sprechen kann. Naja, was kennen Sie versprochen? Chudok. Chudok? Und Deutsch. Also? Und ein bisschen was von Japanisch. Aber ich will Ihnen was sagen, was wichtig ist. Arabisch wird wichtig sein. Russisch. Ist nicht mehr so, wie was man gelernt hat, Englisch, Französisch. Chinesisch, wenn man überlegt, wie viele Leute Chinesisch reden, okay, dann ist Englisch mehr. Wie viele reden Chinesisch? Über Milliarde. Wie viel? Über Milliarde. Dann lernen Sie Chinesisch bitte, was ist das? Was, eine Milliarde kennen Chinesisch? Nicht alle auf einmal. Milliarde Chinesen. Jeder für sie allein, ich halt, ne? Ach so. Wenn die alle miteinander reden, war da kein Sauerstoff mehr, was? Ich sage Ihnen was, wenn alle Chinesen zugleich zum Reden anfangen, versteht man nichts mehr. Ich sage Ihnen noch was, wenn auf der ganzen Welt alle Menschen in der gleichen Millisekunden vom Sessel runterhupfen, bricht die Welt auseinander. Na, das ist so ein Blödsinn. Na sicher. Das ist wirklich ein Blödsinn. Das ist überhaupt kein Blödsinn. Das geht nur, weil sie so verteilt. Das hat mir wer erzählt. Naja, so hört es sich auch. Ist die Spinne aus der Juckerpalme, was? Das sind so Gerüchte. Was ist das, Juckerpalme? Na, es gibt ja so Geschichten, wo jeder sagt, na, ich kenne, wen kennt, der das sicherlich erlebt hat, aber dann kommt man meistens drauf, da gibt es 20 andere, die was das auch sagen, und da ist meistens ein Blödsinn. Genau, und das ist ein Blödsinn, weil das gleicht sich aus, wenn es weltweit ist. Naja, aber das ist sicher die Zukunft, wenn die Chinesen ins Internet kommen, Englisch kennen sie nicht, und da kann man sicher, also von wann ich so ein Unternehmen war, nicht, was exportorientiert ist, da hat man schon die Chinesen holen. Das ist der Markt der Zukunft. Das ist der Markt, und wenn ich Leute habe, die Chinesisch reden können, das ist ein Goldgrube, in meinen Augen, wenn sie es richtig machen. Na bitte, haben Sie gewusst, dass man auch 40.000 Zeichen lernen muss, dass man lesen kann auf Chinesisch? Das ist ja das, darum lernen sie ja kaum einer. Ne? Was, 40.000? Ja, circa. Wie viel ist bei uns? Bei uns sind es, muss ich was, bei meinem 20, 30 werden es sein. 20, na ja, Alphabet, ja, 26 oder was wir sind. Das weiß ich so genau. Na, so genau. Woher weiß er das? Ja, ich hab. Ist er Lehrer auch? Nein. Zudoku-Lehrer? Das habe ich jetzt so im Hinterkopf gehabt. Ja, und er die Prinzenrolle? Ist er adelig? Nein, in dem Sinn. Also blaublütig schon, aber es ist nicht adelig. Na, was heißt das? Gibt es ja nicht mehr in Österreich, ist ja abgeschafft. Und ist er österreichische Prinzenrolle? Ja, sicher. Mhm. Ja, was? Schaut ja aus wie ein Biff, gell? Wie ist denn das? Wie tun sie denn mit Habsburg, mit dem Jungen? Na, der ist lieb eigentlich, ein bisschen schüchtern, aber. Der Karl. Na, gut. Ja, lieb schon, aber ich meine, was sie sind ja Prinzenrollen, ich meine, das hat man da noch irgendwelche Hoffnungen, dass das wieder was wird? Na, ich muss ehrlich sagen, mein Vater hat schon gearbeitet in der Lebensmittelindustrie und ich fühle mich eigentlich ganz wohl, ich möchte gar nicht regieren müssen. Ja. Ist ja nicht genug geblieben, oder? Geld alle selbst besser als der Richtige. Na ja, die meisten sind halt Stier, ne? Das darf man nicht überschätzen. Also die Sachen kosten dafür, man steckt dafür ein in die Schlösser. Ne? Was gehört einem ein Schloss? Na ja, zu mir nicht der Familie quasi. Ne? Und er wohnt in einem Schloss? Ah, ich habe eine Gemeinde, wohne im 18. Mhm. Ist auch schön, ich beklage mich nicht. Aber es ist nicht so, dass man das nicht mehr so wie früher, wie man sich vorstellt. Wie stellt man sich vor? Dass alles was Gold ist und dass man hat Dinger und Lakaien. Das ist. Und er geht zum selben Arzt wie ich? Nein, er geht eh nicht rein. Das hat dauernd besetzt. Ich warte nicht beim selben Arzt. Das dauert aber wirklich schon lang, oder? Ja, die kriegt Jackerl um Jackerl, kommt mir vor. Nicht wissen, was für Jackerl die kriegt. Naja, wenn es nachher drin liegt. Herr Frühlingsrollner, bitte, Herr Frühlingsrollner. So, jetzt bin ich ruhig drauf. Jetzt hören Sie aber auf, Sie haben schon wieder die Nasen zugehalten. Und dann. Herr Frühlingsrollner, haben Sie das gemacht? Wir haben es ja gesehen, das ist ja lächerlich. Das habe ich nicht gemacht. Wir haben es ja beide gesehen, bitte. Ja. Wollen Sie uns für blöd verkaufen? Das haben Sie kurz weggetraut und dann mit der Hand auf die Nasen rauf. Das, da warten wir schon noch. Herr Frühlingsrollner. Was ist denn? Da gingen Sie uns auf. Das war doch nur ein Spaß, hören Sie. Na, wenn Sie wollen, lassen wir ihn auch gern führen, wenn es nein ist. Na, was? Ja. Jetzt, ich muss rein. Ich muss jetzt langsam rein.
sehen wir das Ding der Schwester. Das ist ja braucht jetzt bei der Urschlei. Du brauchst ein Beruhigungsmittel. Nein, das ist langsam kriege ich Angst vor ihm. Was ist denn? Tut dir noch was weh? Ich muss rein, ich habe nachher einen Termin, einen Vorstellungstermin beim Chinesen, es geht sich alles nicht mehr aus. Sonst holt sich die ganzen Zuschnittjob. Nein, vielleicht sollte man. Was ist das, die Sprechstunde? Ja, ja, na, kann jetzt vielleicht auch noch von euch eine gehen. Klopfen Sie einmal und fragen Sie. Gebiete, das war ja, so. Ich lasse dich mal gern führen, aber es ist noch die Dame drinnen, ne? Na, aber nein, wenn einer, jetzt hab ich schon reingeschaut, wenn jetzt noch einer fragt, ich meine, wir sitzen jetzt eine Dreiviertelstunde da. Ja, gut, ich schau, ne? Sie können ja mal klopfen. Was soll es, der Kopf ist sicher aus der Hals, ne? Herr Prinzenrolle. Na, jetzt bin ich neugierig. Was hat er gesagt? Naja, hat mir gesagt, ich bin dann schon aufgerufen, ich bin gar nicht zum Fragen gekommen. Bin hat er gerade die Tür zugehört? Naja, ich habe reingeschaut, Entschuldigung, Herr Doktor, und da hat er gerade die Brust untersucht. Das darf ich nicht. Und ist da nackert noch immer? Na, ja, schon. Mhm. Der wird ja keine Transplantation machen, oder was? Nein, was? Eine Transplantation. Was ist das? Ach so, Transplantation. Was ist denn das? Da wollen so Verpflanzungen machen. Ja. Herz, Nieren. Kann man ja alles verpflanzen, halt schon, ja, bitte. Ja, Spende muss man haben. Ja, gut. Aber wenn man es kann, dann kann man. Also wenn es ist, was man hat, sind die dann ja schon bitte Schädeln verpflanzen bei den Schweinen und bei den Hunden. Nein, das ist alles. Ja alles. Das ist ja alles eine Entwicklung, was gerne ist. Ne? Da steht davor, da wird, kommt der Schweinl mit dem Hundsschädel daher und solche Blödheiten. Naja, das wollte ich auch noch. Ich glaube, wir stehen und was hast du dagegen, wenn sich einer nicht wohlfühlt in der Haut? Soll er zum Hautarzt gehen? Nein, aber. Das habe ich anders gemeint. Wenn einer jetzt nicht so sein will, wie er ist. Und das wenn er sich anders operieren. Nein, eben. Operieren ist ja ein Blödsinn, bitte. Was heißt, das ist ein Blödsinn? Das soll ich mir nicht. Was redet da so ein Scheiß? Das ist halt meine Meinung, Herrns, lieber Herr. Nicht mehr lang. Was heißt nicht mehr lang? Bin ich lieber her. Ja, das Psychosomatische hat es ganz schön im Griff, ne? Das hat ja nicht gestimmt. Was, na sicher hat es gestimmt? Nein. Na, schauen Sie noch an. Das hat nicht gestimmt. Können Sie gegen einen Soft bei 0,nix? Was? Soll ich Ihnen was sagen, was die Wirklichkeit ist? Ja, das wollte ich ja schon immer wissen, ja, bitte. Ich lasse mich umoperieren. Von Frühlingsrollen auf? Keine Rolle. Auf Prinzenrolle oder Judo-Rollen? Frühlingsrollen. Und man sagt, das ist viel Vorteile unmittelbar. Frühlingsrollen? Kriegt man bessere Job. Ja, und ist das wert, alle so einen Job unterzumachen? Das ist ja nicht wegen einem Job, ich fühle mich einfach nicht mehr wohl als Mann. Haben Sie keine Freunde, nicht? Nein, wir keine. Windlöber und Freunde. Sind Sie ein Warmer? Ja. Ich habe nichts gegen Warme. Ich möchte nicht wissen, wo einer ist. Ich bin es nicht. Ich schon. Ich sage, ein warmer Frühlingsrollen ist mir lieber als ein kalter, nicht? Nein, war nicht so gemeint. Was seht, das ist zwar aber schlechter Satz. Ist das vererbt eigentlich? Oder wie wird man das? Ich meine, ich frage mich das. Ein normaler Mann, ich meine, sie schauen ja aus wie ein normaler Mann. Ja, und? Frühlingsrollen. Wie kann man als Mann auf andere Männer stehen? Das verstehe ich nicht. Ja, und insofern. Wenn man den Männern besser gefallen. Insofern ist es schmeichelhaft, wenn ein Arschlöcher zu uns sagt. Ja? Sie ist ja für ihren Platz was. Gut, ich frage mich die ganze Zeit, warum der so angefressen ist. Dabei ist er ein Gesöchter, bitte, ein Bachaner. Nicht auf das wahr sein, klar, dass er. Ja, er landet da wie ein warmer Prinz, also wie ein warmer Frühlingsrollen. Jetzt muss ich mich von euch diskriminieren lassen, oder was? Nein, ich hab nichts dagegen, wie gesagt. Sie haben sich ja selber diskriminiert. Was heißt diskriminiert? Sie sind ja warm. Sie haben selber zugegeben, dass sie ein Warmer sind. Ja, und? Was heißt denn und? Darf man das nicht? Na, bei uns darf man viel. Aber Entschuldigung, Herr, ich hab wirklich nichts dagegen, das kann jeder machen. Aber glauben Sie nicht, dass das unnatürlich ist?
Was heißt unnatürlich? Ich meine, ist ja, und ist immer das, was alle machen, normal. Ja, aber gut, aber was, was ist, wenn alle warm waren? Da hat es keine Kinder mehr geben. Ja. Was machen wir denn, wenn alle warm sind? War ja eh kein Schaden. Schauen Sie nach die Welt. Naja, und jetzt glauben Sie, gingen zum Doktor und der macht es gesund? Auf, der das macht hat er ja kein, gesund. Auf das hat er ja keinen Einfluss. Ja, wissen Sie, was machen? Gehen Sie mal in den Beruf und tun Sie mal gescheit schustern. Dann mit einer Frau. Wahrscheinlich sind Sie noch nie richtig zugelassen worden, ne? Nicht. Ich habe mit 16 eine Freundin gehabt, 2 Jahre, und das hat mir gereicht. Naja, vielleicht war das. Und die hat ihn verlassen, oder was? Die hat mich nicht verlassen, die habe ich verlassen, weil ich einen Mann kennengelernt habe. Ihren Vater? Er ist ein wirklicher Trottel, entschuldigen. Der Vater? Er. Wer? Er. Achso, wir. Der Prinzenrolle. Ja, wir? Ja. Es hat Trotteln, es hat mehrere Trotteln auf einmal in einer Person, einer Prinzenrolle. Und plötzlich muss ich mir nicht anhören. Ja, aber was soll da der Doktor machen? Ich meine, umoperieren soll er mich. Oder wollen Sie vielleicht. Ambulant? Ich kann Ihnen auch sagen, ja. Wenn Sie einen Doktor ausgreifen wollen, der wird nichts weitergehen. Ich wollte es vorher nicht sagen, aber der ist schon am Werken mit der Besten drin in der Ordination. Darf ich ihm was sagen? Ich stehe nicht auf den Doktor. Weil der ist so schier und er fährt als wir. Aber er ist ein guter Doktor. Und deswegen bin ich da. Hören Sie her. Geht das? Herr Tschudorolle, das ist mir alles klar, warum der Herr Frühlingsrolle vorher gar, der war ja, wie ich gesagt habe, die Ordinationshilfe ist ein fesche Gretel, war ihm mehr wurscht. Ne? Ja. Aber ich meine, wenn sie ihn jetzt umoperieren lassen, das kann ich mir auch nicht vorstellen, muss ich sagen. Wieso nicht? Nein, weil da finden sie ja auch niemanden, weil sie können ja keine wirklich attraktive Grell werden. Da treffen wir sie wieder in einem Jahr. Ich freue mich schon. Wie meinen Sie das? Dann wäre ich attraktive Frau sein. Nein, nicht besser, aber ich nehme ihn auch nicht her. Da graust bei man. Dem Bord, wie soll denn das? Ich sag beiden jetzt was. Und ich schwöre, das wird eintreten. Wir werden sie in einem Jahr treffen. Einzeln. Und es wird's nicht wissen, wer ich bin. Und dann wird's mir sowas von nachsteigen, dass euch ausscheißt bis übers Kreuz. Das und über steife Knack. Das dreimal nur. Ja, wie wir es sehen. Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Das dreimal. Gut. So, ich warte jetzt nicht mehr. Ich geh jetzt. Schlafen Sie gut. Gute Nacht. Dreimal Sie es. Und saure Gurken.